Gucken wir mal unterm Kissen. Ja, ich würde auch ein Kissen für meinen Sarg verlangen. Immerhin ist es wichtig, dass man es an einem, dem Ort, wo man die Ewigkeit verbringt, gemütlich hat. Okay. Wo ist die Tafel? Kann ich nicht unter dem Kissen gucken? Habe ich irgendwas? Das ist nicht zu zerschneiden, oder eigentlich könnte es, aber es wäre ein Desaster. Klonka. Nee, okay. Ich gehe besser. Ich hasse Raucher. Ob tot oder lebendig. Okay, den Sack hier vorne hatten wir. Den Sack hatten wir. Eine Art Schlange mit einem Finger und einer Blume. Ich verstehe es nicht. Bei meinem Intellekt sollte ich das normalerweise verstehen, aber es ist hier so dunkel. Habe ich nicht schon mal irgendwo eine Schlange gesehen, die so um etwas gewickelt war? Gab es einen Rabatt auf die? Okay, Schlange mit... Da kann ich auch nichts machen. Gehen wir mal kurz raus. Nee. Auch nicht. Oder ist hier irgendwo was dabei? Nee, keine Reaktion. Mist. Versteinerter Mist. Was für eine Entdeckung. Oh. Vielleicht könnte ich das mitnehmen. Der Archäologe ist vielleicht interessiert. Steht immerhin auf alte Dinge. Nein. Das hier ist nur der Kerzenständer. Raphael Victor. Als ob ein Name wichtig für einen Toten wäre. Nee, aber für die Angehörigen. Bertram Victus. Victor, warum habe ich sie alle... Ich habe so ein... Ja. Ist hier vielleicht irgendwas dazwischen? Nö. Ups. Wollte den da? Aber hier ist definitiv nix. Und der Sarg hier war leer. Okay. Irgendwie... Da ist nur der versteinerte Mist. Habe ich hier draußen irgendwas übersehen? Okay. Das macht doch nicht mit. Was haben wir denn überhaupt alles noch in der Tasche? Vielleicht können wir ja ihn hier... Okay, wir können ihm die Dose also nicht geben. Also heute... Leeres Buch? Nee.
Ja. Ich will die Leiche nochmal sehen. Das hat sich nicht bewegt. Gut. Das kann ich nicht zerschneiden, oder eigentlich könnte das ja ein Desaster. Aber da ist ein Riss. Ich glaube, dass das hier das Richtige sein könnte, aber... Hm. Ja, dran. Das gibt's ja nicht. Also heute stehe ich ja mal unfassbar auf dem Schlauch. Hier, Keks. Schon wieder, ich bin kurz vor dem Erbrechen. Ja, die Tafel muss irgendwo im Sack bei all dem Zeug sein. Vielleicht ist es in etwas anderem versteckt. Ja, aber das habe ich doch schon versucht. Das habe ich doch schon... Loch rein? Ja, das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen. Okay. Da ist es, denke ich, nicht drin. Und hier, ja, es klingt hier immer noch nach Tod. So, Sarg. Nee. Könnte ein Loch reinmachen. Ja, das ist ja so ein Zweck des Ganzen. Ah, hier. Oh, ne. Hm. Vielleicht darf ich hier das Kissen zerschneiden? Nö, darf ich auch nicht zerschneiden. Pullover? Auch nicht. Ja, es verdient, gefoltert zu werden. Definitiv. Gehirn. Richtige Taste nehmen. Ja, bitte noch einen. Sie wird schlecht. Ja, hast du aber verdient. Bett? Um Gottes Willen. Toast. Autsch. Mann, der Toast ist... hart wie Stein. Oh. Ah, sieh das an. Das ist die Tafel. Das muss die sein, nach der wir gesucht haben. Hurra. Ach, tut mir leid, Kumpel, aber die muss ich mir mal borgen. Keine Sorge, ich bringe sie nie wieder zurück. Du bist tot. Warum rede ich überhaupt mit dir? Okay, Zeit, dieses gruselige Land zu verlassen und zurück zu mein friedliches Nogo zu fliegen. Ich könnte wirklich etwas Ruhe gebrauchen. Ach, du meine Güte. Ja, ich denke, wir können Deutschland wieder verlassen. Wir hatten alle Kekse gefunden. Ja, das Flugzeug, das mich hergebracht hat, sollte nur ein paar Stunden warten, bevor es zurück nach Nogo fliegt. Ich beeile mich besser, es zu erwischen. Ich habe nicht vor, den Rest meines Lebens auf einem gruseligen Friedhof zu verbringen. Die Reise verläuft ziemlich ruhig. Naja, bis darauf, dass das Flugzeug fast mitten in der Luft abgestürzt wäre. Sie haben gesagt, sie hätten einen Kurzschluss aufgrund des Wassers unter meinem Sitz gehabt. Wie auch immer. Ich frage mich, was Sandra macht. Ups, jetzt fällt mir was wieder ein. Ah, sie wahrscheinlich so wie mir. Oh, naja. Ich sage, dass ich den Kopf nicht mitnehmen konnte und dass die Leiche zu schwer zum Tragen war. Wenn sie etwas will, hätte sie mitkommen sollen. Hm, ich bin wieder zurück im Hotel. Endlich. Ist es hier morgen oder Nachmittag? Weiß es nicht. Verflixter Jetlag. Lustig. Der Laster ist noch da, wo wir ihn zurückgelassen haben. Vielleicht könnte ich Sandra eine Tour durch das Land anbieten. Vorausgesetzt, sie fährt. Naja, wenigstens muss ich dieses Mal nicht ihr ganzes Zeug in Kartons und Plastiktüten schleppen.
Jan, du bist zurück. Was zum... Warum bist du in meinem Zimmer? Caroline hatte einen kleinen Unfall. Sie hat unser ganzes Zimmer voll gekotzt. Ich habe es dir gesagt. Du hättest mich nicht zwingen sollen, diesen widerlichen Fruchtsaft zu trinken. Ich verstehe. Gut, ich hoffe, sie bleibt in meinem Zimmer. Und hast du sie gefunden? Die letzte Tafel? Natürlich, hier. Ach du meine Güte, was passiert hier? Geil, das Ende der Welt. Was? Diese Statue. Sie ist gerade aufgetaucht. Das ist alles? Die ist hässlich. Es ist eine der Vogelstatuen. Wo kommt sie her? Sie sieht aus wie aus dem Museum. Meine hatte das Zeichen darauf nicht. Ich weiß es. Das ist passiert, weil wir alle Tafeln an einem Ort versammelt haben. Irgendwie muss sie hierher teleportiert worden sein, damit wir etwas damit machen können. Weißt du, ich habe diese Geschichte mit dem magischen Gerät und all dem nicht geglaubt. Bis jetzt. Ich habe eine Idee. Versuchen wir, alle Tafeln anzubringen. Warum nicht? Mama, kann ich einen Snack haben? Ich bin hungrig. Caroline, sei nicht albern. Das ist wohl kaum der richtige Moment. Bei dir ist nie der richtige Moment. Das ist die letzte. Seht, sie hat ein Ei ausgebrütet. All diese Mühe für ein lausiges Ei? Warte, fass es nicht an, lass mich nachdenken. Mama, kann ich mit dem Ei spielen? Hörst du endlich mal auf? Kannst du nicht sehen, dass wir hier erwachsenen Dinge tun? Egal, ich spiele trotzdem damit. Caroline, was hast du getan? Ups, sieht aus, als hätte ich es kaputt gemacht. Was für ein Müll. Ich werde diesen kleinen Teufelsbraten erwürgen. Jan, warte. Erwürg sie nicht. Sieh mal, da drin ist dein Zettel. Zeig mal. Toll. Noch mehr unentzifferbare Kinderzeichnungen. Oh, ich verstehe. Das ist es. Ja, das ist es, aber was genau? Eine Karte. Es ist eine Karte, um den Tempel zu finden. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, er muss irgendwo in der Wüste sein. Warte mal kurz. Du meinst doch nicht. Lass uns diesen Tempel finden. Du bist verrückt. Es ist zu gefährlich. Mama, dein Freund ist ein Feigling. Mach Schluss mit ihm. Halt den Mund, du kleine Eierzerstörerin. Hör mal zu, wir sind schon so nah dran. Wenn wir ihn nicht finden, dann werden es die Banditen tun und sie werden die Welt übernehmen und alles wäre dem Untergang geweiht. Hölle auf Erden. Nun, das stimmt, aber ich dachte bloß, wir könnten reich sein und den Rest unseres Lebens von dem Geld leben. Weißt du, ich habe es satt, auf der Arbeit als Krankenschwester Überstunden zu machen. Ja klar, ich sehe, wie die ganze Zeit arbeitet. In ihrer Wohnung. Aber das letzte Mal hast du noch gesagt, wir wären die Guten, die Einzigen, die diese Tafeln davon abbewahren könnten, in die falschen Hände zu geraten. Geht das nicht mit dem Reichwerden Hand in Hand? Vermutlich nicht. Was ist mit dem Archäologen? Glaubst du nicht, er wirkt bemerkend, dass seine Statue verschwunden ist? Wen kümmert's? Ich vertraue ihm nicht wirklich. Ich fange wirklich an, dieses Mädel zu mögen. Je länger ich mit ihr zusammen bin, desto mehr denkt sie wie ich. Gehen wir. Wer weiß, ob hier nicht versteckte Mikrofone in diesem Zimmer sind. Toll. Ich bin umgeben von Paranoiden. Was schlägst du vor? Also, die Wüste. Natürlich, da wird uns niemand hören. Und es wird uns auch niemand schreien hören. Okay, ich gebe auf. Trotz allem, was passiert ist, muss ich zugeben, dass ich immer noch sehr interessiert daran bin, reich zu werden. Hör auf, schöne Sätze zu bilden, die du nicht verstehst. Und lass uns zum Laster gehen. Cool, ich fahr.
Oh nein, oh, das tust du nicht. Du bist zu jung und Björn ist bei seiner Fahrprüfung. Du, ich meine, ich bin die Einzige mit einem Führerschein. Stimmt nicht, ich bin nicht durchgefallen. Ich habe es nur nicht versucht. Kapitel 6 Ende mit Ach und Krach. Ich habe ihr also gesagt, sie soll stillhalten, während ich die Wunde reinige. Aber glaubst du, sie hätte auf mich gehört? Nein, natürlich nicht. Da war ich nun allein mit der Patientin und ich war noch eine Anfängerin. Ich hatte keine Ahnung, wie man näht. Also ich habe mein Bestes gegeben, aber ein paar Minuten später hat sich der Schwert plötzlich geöffnet und die Eingeweide sind rausgequollen. Mir ist ihre Arbeit als Krankenschwester echt egal, aber wie mache ich ihr das nur klar? Mama, wie weit fahren wir noch? Mir ist langweilig. Siehst du, dass uns jemand verfolgt? Sieh dich um. Sieh hin, hier ist niemand, überhaupt nichts. Wir sind mitten im Nirgendwo. Das ist deprimiert. Ich weiß nicht, ob es satt im Lagerraum zu sein. Ich fliege ständig von einer Seite zur anderen. Wir hatten keine Wahl. Es gab vorne nicht genug Platz. Und ich habe beim Münzwurf eben gewonnen. Das ist nicht fair. Ich bin sicher, ich wurde reingelegt. Ich hasse euch beide. Mama, entweder hältst du diesen Laster jetzt an oder ich springe runter. Ach, schon gut, schon gut, schon gut. Ich schätze, wir können hier eine kleine Pause einlegen. Endlich. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Mal sehen. Das Hotel ist hier auf der Karte. Die Wüste ist hier. Ich schätze also, wir sind in der Mitte. Mehr oder weniger. Du hättest einfach deins antworten können. Was machen wir jetzt? Wir versuchen, den Eingang des Tempels zu finden. Sieh mal, auf der anderen Seite der Karte, die der Barkeeper dir gegeben hat, ist eine genauere Karte der Wüste. Wir müssen nur die Information zwischen dieser Karte und dem mysteriösen Zettel aus dem Ei abgleichen. Das sagst du so leicht. Versuchen wir es. Ach du meine Güte. Was wir jetzt erstmal machen, bevor wir irgendetwas an Blödsinn fabrizieren, ist diesen Speicherstand hier mal überschreiben. Sind schon bei 84%. Ich glaube auch, dass das letzte Kapitel ist. Und wir haben bis jetzt alle Kekse gefunden. Das heißt, wir begeben uns gleich wieder auf Kekssuche. Und etwas, ich habe nochmal drüber nachgedacht, was hier fehlen könnte. Und vorhin ist das Spiel ja einmal abgeschmiert. Das heißt, ich habe diesen Eintod nachgestellt. Das Boom. Brauchte man, glaube ich, kein zweites Mal im Let's Play, aber das war der fehlende Tod aus Kapitel 5. Das heißt, wir haben auch bis Kapitel 5 jetzt alle Tote gesehen. Jetzt bei Kapitel 6 fehlen wieder etliche. Dann machen wir das Ganze mal. So, mal gucken. Wir haben hier Müll. Okay. Ach, wir sind wohl nicht die ersten Touristen, die hier angekommen sind. Die Leute sind immer so eklig. Sie haben nicht mal das Apfelgehäuse aufgegessen. Ugh. Die Menschen sind so eklig. Sie lassen gutes Essen auf dem Boden liegen. Ja, unter anderem einen Keks. Sieh sich das einer an. Ich glaube es nicht. Plastiktüten mitten in der Wüste. Sag bloß, du bist eines von diesen Hippie-Mädchen, die sich für die Natur verantwortlich fühlen. Nein, ich meine, es ist so eine Verschwendung von guten Plastiktüten. Ich habe immer Verwendung für sie. Ich habe zum Beispiel die Plastiktüte, in die Caroline reingekotzt hat, sauber gemacht, um ein Sandwich darin aufzubewahren. Ah, und ich dachte mir schon, dass es einen schokoladigen Nachgeschmack hatte. Ew. Ew. Ist schon ein bisschen eklig. Hab ihn selbst gefunden. Dieser Keks ist also nur für mich. Okay. Was haben wir hier denn noch? Einmal die Hilfstaste bedienen. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Ein Kaktus. Noch ein Kaktus. Und noch ein Kaktus. Oder vielleicht derselbe. Ich bin mir nicht sicher.
jemand in einer Kaktusverkleidung. Zumindest hoffe ich, dass es nicht bloß noch ein langweiliger Kaktus ist. Wenn Caroline nur etwas näher an diesem Kaktus stehen würde, müsste man nur mal kurz eben schubsen. Dieser Kaktus ist ganz seltsam. Er ist gebogen. Ein bisschen wie mein Stift. Ja, mein Stift ist. Er ist ganz verbogen in meiner Unterhose. Okay. Da hinten ist noch einer. Ein Kaktus. Zwei Kaktuse. Vier Kaktussen? Sag mir nicht, dass du Kakteen zählst. Verflixt, ich habe nicht verzählt. Nun, dann fange ich von vorne an.